Hallo und herzlich willkommen zum Nentenflug da aus Ellerbruch vor meinem eigenen Hof. Ja, wir sind mal wieder da. Ich bin weiter nur am Ackern, damit wir da fertig werden. Ja, ganz kurz, außerhalb von der Story. Ich habe euch im letzten Video gefragt, wegen der Story und alles, weil die letzten zwei Videos nicht recht gut angekommen im Verhältnis zu den anderen. Ich glaube, mit der Zeit vom Projekt schwächt es auch wieder ab, aber so lang ging das Projekt ist noch nicht. Ich meine, in Stappenbach war es ja sogar so, dass wir nach Folge 100 noch hübsch gut dabei waren. Deswegen habe ich einmal gefragt, wie das ausschaut, ob euch irgendwas nicht gefällt dran am Projekt oder wie auch immer. Ja, ein paar haben, oder die mehreren haben gesagt, dass es eh super ist, ein paar haben gesagt, dass es langsam geht, das Ganze. Und ja, zum Thema zu langsam, also dass es langsam vorangeht. Ich finde das eigentlich jetzt einmal ganz schön, dass nicht in einer Arbeit, in einer Folge zwei, drei Arbeiten kriegen. Es war in Stappenbach zum Teil so, dass die Hälfte von einem kompletten Großschnitt oder mehr in ein Video eingepackt habe. Und das finde ich da eigentlich ganz schön, dass man sogar mal arbeiten zum Teil auf zwei Videos aufteilen. Das finden auch die meisten nicht schlecht, dass man mal arbeiten, zwei teilen quasi. Oder dass man halt in einem Video aufhören und im zweiten weiter dann. Das passt mehr dann. Aber boah, geht's halt langsam. Und ich meine, ich habe euch ja am Anfang gefragt, ich habe ja am Anfang angefangen. Hübsch langsam eigentlich. Die erste Folge habe ich ja in meinen Hof gezeigt und die zweite haben wir dann weiter dann in den ganzen Sachen und alles, denn die ersten drei Folgen ist ja noch nicht recht viel geschehen jetzt dort. Und da habe ich euch gefragt, ob das euch eh nicht langsam geht und da war das Feedback eigentlich ausschließlich positiv, dass so eh passt, wenn es einmal langsamer geht. Und deswegen habe ich mir gedacht, das können wir auch so beibehalten, dass es mal Folgen gibt, wo nicht so viel geschieht, sondern eher nicht das Tore. Weil so gefällt es mir eigentlich mehr. Wenn es wirklich einmal ein paar Folgen gibt, wo es ausschließlich um Story geht. Und nicht einmal großartig arbeiten geschenkt. Ja, mal schauen, wie wir da dann. Ich probiere das jetzt nur eine Zeit lang, so sage ich einmal. Dass ich doch nur ein wenig schaue, dass es auch Folgen gibt, wo wieder mehr geschieht, aber dass trotzdem auch noch Folgen gibt, wo es hauptsächlich um Story geht, so wie das Ganze angefangen hat, weil mir das halt eigentlich gut gefällt, muss ich sagen. Aber mal schauen. Vielleicht können wir da einfach mit der Zeit eine schöne Mische rein, dass das schön passt. Mal schauen. Und was auch gesagt worden ist, mir gar nicht aufgefallen ist, dass ich mich wirklich hübsch oft wiederhole in dem Projekt da. Da schaue ich, dass ich das unterlasse. Das ist mir jetzt gar nicht direkt aufgefallen, dass ich mich irgendwie großartig wiederhole. Oder dass ich Sachen doppelt verzähle. Da schaue ich auch, dass das leider nicht mehr so viel doppelt verzähle. Genau. Das zu dem Gach. Ja. Jetzt hat er gerne noch meine Meinung in die Kommentare. Ich habe es ganz am Anfang vom Video gesagt, jetzt kriegen es vielleicht nur mehr mit. Aber ich darf das halt wirklich gern so beibehalten, dass wir mal Folgen haben, wo es so gut wie nicht um die Story geht. Ich meine, Kleinigkeiten da oder was, nein, aber man muss halt nicht über in einem Video 5 Arbeiten machen. So quasi auf die Art. Ich finde das eigentlich, wie gesagt, auch mal ganz schön, wie es am Anfang einmal war, die zweite Folge oder was, da haben wir eigentlich gar nichts da, alles nicht um die Story gegangen. Oder auch das mit den Unterlenkerkugeln und alles. Da geschehen ja auch keine Arbeiten, nicht wenn wir schauen, dass wir Unterlenkerkugeln kriegen oder wie die Unterlenkerkugeln passen oder was. Genau. Aber schreibt mir da gerne eure Meinung in die Kommentare. Und ich würde sagen, auch wenn es ein wenig wogelt in der Timelapse leider. Wir probieren da jetzt noch mehr Timelapse, hätte ich gesagt. Da wir fertig werden, auch mit Ockern. Ja, mal schauen, wie das hier hat. Genau, da würde ich sagen, sehen wir uns dann auch heute wieder.
So, jetzt sind wir wieder da. Ja, ich hab das in der Timelapse nicht gehört, aber da hat es gerade einen richtigen Rumpler da, wie ich rausgekommen habe. Ich hab das zuerst schon ein wenig, zuerst schon mal was gehört, wie ich da vorne reingefahren bin, im Bau und auch die Bau davor. Hab ich auch schon so leicht was gehört, aber da war ich mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich da was kommt oder nicht, ein wenig geracht hat da dann, aber ich meine, dass das jetzt bei der Axt war. Aber ich finde da auch nichts, ich hätte eh schon geschaut. Also haben wir jetzt einen kompletten Rumpel, also das war, jetzt haben wir gedacht, das fällt der Dachs ab oder was. Weiter hier. Ich weiß ja nicht, was ich dagegen noch anders einstellen soll bei dem Flug, dass der nicht so eine drückt im Boden und so rausreißt. Ich meine, von der Tiefen her passt er ja, aber der drückt halt einfach beim Niederlassen, bis dass er dann im Gockerten drinnen ist. Also bis da dann, wenn man einer vor dem Bau, gleitet er so langsam mit der rein und dann ist er halt auf seiner Tiefen, was er halt ackert. Und beim Außerheben, hier drückt man nicht raus und beim Außerheben bleibt irgendwie über an der vorderen großen Büschel hängen. Da geht er nicht gescheit her, deswegen wagt er über so, weil er so schief da hängt. Weil es nachher komplett schief rausreißt eigentlich. Weil in der Erde ist er ja gerade drinnen, das habe ich mir schon angeschaut. Deswegen, ich schätze, dass das wirklich so okay, wenn der Ehren passt dann. Und vorhin beim Niederlassen, da war ich nicht da, da war ich irgendwie ein wenig was. Schauen wir mal. Lassen wir mal die Tür offen, ob wir irgendwas hören. Jetzt höre ich nichts. Ja, schaut gut aus. Ja, voll. Ja, doch. War das passt. War das nichts gibt. Nein, ich darf nichts hören. Lass mein Pflüger mal nieder. So. Da war man im Einerlass, dann geht er schon langsam ins Gockert rein und da drückt er irgendwie über so umeinander. Habe ich aber was gehört. Irgendwas hört man, ich glaube, dass bei der Achse ist. Irgendwas hört man da. So leicht, wie man irgendwo Eisen auf Eisen gegangen, aber ganz leicht nicht da. Ich sehe gar nichts hier da. Ich sehe es also auch, wenn es von der hinteren Achse kam. Irgendwie waren Eisen auf Eisen reiben dort. Ich weiß nicht. Ich muss halt nochmal gleich schauen. Ich tue halt einmal die Kamera weg. Ja. Ich lege mit einmal weg. Ja, gut noch. Bei der Wiesn, auf der Wiesn und deine Kräne ist halt auch so eine Sache, aber schauen wir gleich, ob ihr wenn geht dazukommt da. Wir sehen uns nachher wieder. So, jetzt sind wir wieder da. Ja. War doch kein Metall nicht, was da so geschliffen hat, sondern ein Stein. Alles ganz deppert, also war gar nicht mal ganz so kleiner Stein. Ist irgendwie eingefallen bei der Axt und hat die ganze Zeit gegens Eisen gerieben. Und jetzt mal, wenn es mir so in den Herd gedrückt hat mit dem Traktor, beim Aufheben oder beim Niederlassen, hat es mir komplett irgendwie abgedrückt und dann, ja, war ich nicht. Auf jeden Fall ist dieser Stein draußen und jetzt hört man nichts mehr. Ich habe zuerst schon gehorcht. Ja, jetzt fährt nichts mehr. Gehen wir wieder weiter da. Zum Glück war das nicht der Stein. Ich hatte echt schon was Schlimmes befürchtet, weil, ich meine, gut ist das nicht, wie man da pflügt die ganze Zeit dann, das ist halt das. Das ist halt. Ist denn die ganze Zeit in den Erdruck da den Traktor? Aber naja. Solange es nur ein Stein ist, fällt ja nichts. Ja, hat man es eh wieder gemerkt, wie es denn da umeinander drückt, das ist brutal. Ja, genau, würde ich sagen, tue ich da noch gleich ein wenig weiter. Haben wir dann eh gleich fertig, aber das ist eh schon ganz schön spät auch. Ich bin nicht gespannt, wie sich das ausgeht. Wenn wir mal das jetzt anschauen, meine geht sich das hübsch blöd aus. Naja, mal schauen. Und vor allem aufs Vorgewende bin ich dann gespannt. Ob ich da einig und muss eine gerade Linie noch zusammenbringen, das ist ja dann nur schwerer. Aber ich würde sagen, ich tue da mal noch gleich weiter da und dann sehen wir uns nachher wieder. So, jetzt haben wir wieder da. Ja, ich bin fertig mit dem Ackern. Ich muss echt sagen, ich bin wirklich zufrieden jetzt dort mit dem Acker. Ich habe mir nicht gerade schon angeschaut, also. Doch, das haut ganz gut hin.
Auch die letzten Bahnen da draußen rundum, da die letzte und da die letzte ans Vorgewende, ist auch nicht schlecht geworden, wenn man da so schaut. Schaut auch wirklich gut aus. Ich habe jetzt die ganzen Steher und alles auch schon eingesammelt. Aber da so oben und alles, das haut ganz gut hin für das, dass da ist alles eigentlich hübsch. Ja, nicht damit die paar Steher angesteckt war. Bin ich echt zufrieden. Und auch mit dem Bettflug bin ich eigentlich zufrieden. Also, muss ich echt sagen. Ich hätte mir das schlimmer vorgestellt. Man denkt, ich habe sogar schon überlegt, ob man sich nicht irgendwo einen Drahtflug ausleichen können. Aber gut, was ich mir da dann Drahtflug daherkriegen, kennen ja keiner, aber ich muss echt sagen, also das mit dem Bettflug hat super hingehauen. Ganz ehrlich gesagt, gern wieder. Also, wenn die Zwischenfrucht ackern, dann im Frühjahr wäre kein so ein Problem nicht, weil da haben wir schon ein Feld, was vorgegeben ist. Müssen wir nicht einfach mitten in die Wiesen was reinackern. Aber auch das hat jetzt wirklich schön hingehauen, muss ich sagen. Also, na doch, das gefällt mir. Klar, am Rand ist natürlich auch ein wenig so eine Sache, ja, dass ich da ein wenig rauskomme, weil muss ich da auch irgendwie entdecken quasi kommen. Aber na, das hat wirklich ganz gut hingehauen. Klar, da vorne ist es natürlich ein wenig blöd. Ich meine, so haben wir einfach die Wiesen rundum da, aber da vorne geht es halt in einen spitz zusammen, die Wiesen und sogar ein schmaler Streifen durch. Da bin ich nicht ganz so weit angekommen wie geplant. Aber wir haben halt dort wirklich die Breiten, was ich haben wollte. Und deswegen will ich halt nicht nur ein paar dran hocken. Gut, da war halt sowieso ein Wiesen überbleiben. Also die Stücke jetzt sowieso stehen bleiben sollen, weil es sonst nicht gescheit ausgeht. Aber da wollte ich halt schauen, bis da wenigstens her, dass nicht so viel Platz überbleibt. Aber da müssen wir mal schauen, wie wir dann da mit dem Mann. Aber da ist mir halt da egal. Da hocken ist gut geworden, da haben wir halt ein schönes Rechteck beieinander. Ist, dass das einfach mitten in die Wiesen reingehauen worden ist. Hat wirklich gut hingehauen. Vor allem eben auch mit dem Bettflug. Ja, genau. Ich würde sagen, ich fahre jetzt zurück. Ich freue mich mit dir und Feierabend. Ich wollte mal schauen, wie das geht wird da mit den ganzen Steher. Habe ich mir einfach alle da am Boden hergelegt. Naja, wenig blöd. Aber gut, ich würde sagen, ich fahre jetzt warm und wir sehen uns dann wahrscheinlich erst morgen wieder. Auch nochmal da. Ja, ich muss die Heizung nachfüllen, habe ich ja gesagt. Ich meine, wie gesagt, auch wenn es tagsüber doch wieder ein wenig geht, aber es ist heute halt in der Nacht trotzdem jetzt schon hübsch kalt. Alle waren schon auf eine. Und das war schon wieder das Falsche da. Das gibt's ja nicht. Jedes Mal schaue ich bei der Halle vier Tore, auch das ist das mittlere, da mal aufmache. Also gut, bei vier. Hat sogar direkt in der Mitte nicht, aber ich denke mal halt über dieses Mitte nochmal aufmache. Da waren ja nicht die ersten drei Tore, die Maschinenhalle und das vierte ist ja die Heizung. Naja, genau, ich hau da noch ein wenig was rein und ich muss auf jeden Fall nochmal zum Händler schauen nächste Woche. Das Problem ist, dass wir dort Wochenende haben. Das Problem ist, dass wir dort Wochenende haben. Oder halt Freitag auf die Nacht, jetzt kommt das Wochenende erst. Aber ich muss nächste Woche unbedingt nochmal zum Händler runter. Wir brauchen einen Hochdruckreiniger, es hilft alles nichts. Unsere Maschinen schauen aus, das ist nicht mehr schön. Und wir haben leider keinen Hochdruckreiniger nicht. Mit dem Gartenschlauch braucht man bei sicheren Sachen schon gar nicht anfangen. Da müssen wir so ein geht's recht schieben, da das was wird. Da. So, einhaken da, zack. Eva Rügel da. Ja, schaut gut aus. Wir brauchen unbedingt einen Hochdruckreiniger, weil unsere Maschinen, wie gesagt, der Idealfall war, dass sie sich ja vor dem Winter nochmal alle abschmieren und alles. Und auch vielleicht wasch. Mal schauen, ob sich das noch ausgeht, aber wenigstens sowas wie die Traktor und die Karotten schauen wir gewaschen, mit denen wir die ganze Zeit fort. Weil ihr dort kommt man von der Arbeit am Hof zurück und kann nicht um den Traktor waschen, das ist richtig blöd. Also ich muss nächste Woche unbedingt einen Hochdruckreiniger kaufen. Das hilft alles nichts. So. War ja nicht, wenn wir nur scharf rein. Ja, komm, haben wir gleich nur scharf rein. Ja, genau, ich hau da halt noch gleich was rein und dann sehen wir uns wirklich dann morgen wieder. Dann müssen wir mal schauen, was wir jetzt noch dann, weil so viel gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr. Aber ja, sehen wir dann eh.
wenn es wieder Arbeit gibt, sehen wir uns wieder. Bis später. So, jetzt haben wir wieder da. Ja, wir haben mittlerweile den nächsten Tag. Ich war gestern sogar ein wenig fleißig, oder ein wenig was da. Zum einen habe ich mir Detected ausgerechnet von Vögel unten. Ja, jetzt, wenn man jetzt gut 45 mal 65 Meter anpeilt bei den Ockern, das hat er ganz gut hingehauen. Ich habe dann gestern einmal nachgemessen mit dem Maßband, was ich da habe. Gut, auf einer Stelle haben wir 66,5 Meter, an der anderen der 4 Meter 64. Aber so ganz grob haben wir die 65 mal 45 Meter. Da brechen haben wir Abweichungen drinnen, aber ist auch kein Wunder, nicht so wie wir geockert haben, ich mein, wenn ich was ausmessen und mit Steher, also mit Steher im Bund markieren, dass das nicht ganz genau auf den Meter passt, das ist logisch. Aber so ganz grob haben wir die Flächen, was wir haben wollten. Und das sind 0,3 Hektar, ganz grob wird da gesagt. Weil eben durch die Abweichungen dürfen wir immer hübsch auf 0,3 Hektar rauskommen. Ganz genau waren es 2925 Quadratmeter, die 65 mal 45 Meter, aber eben, wenn wir zum Teil ein wenig größer sind. Können wir sagen, wir haben grob 0,3 Hektar da unten. Ob es jetzt nicht ganz die Flächen ist oder schon, ist ja hübsch egal. So grob wissen wir es halt. Ist ja dann auch gut zu wissen, wenn wir Saatgut kaufen müssen, dass wir es grob wissen, wie viele Flächen wir haben. Genau. Allerdings habe ich gestern noch was anderes dann. Ich habe gestern noch ein wenig in die Gebrauchtmaschinen geschaut. So wie ich hübsch die letzten paar Tage auch schon, wenn ich Zeit habe und wenn es mich noch gefreut hat auf die Nacht. Weil wir doch noch ein paar Maschinen brauchen, aber in erster Hinsicht einmal einen Kreisler. Wenn man so her gesehen haben im Frühjahr nicht einmal Mann. Also Mann schauen, aber Kreisler nicht dann nicht. Das ist ein wenig gebläht. Da haben wir geschaut, die letzten paar Tage schon, aber bis jetzt habe ich noch nichts gefunden. Allerdings habe ich gestern noch was anderes gefunden. Ja. Das ist kein Kreisler nicht. Aber ich will mir das drum einfach einmal anschauen. Das können wir sich sogar heute schon am Nachmittag anschauen. Die Anzeige ist nämlich ganz neu, die hat die gestern auf die Nacht erst eingestellt und ich habe mal 5 Minuten oder was war es online, wie ich mich nämlich aktualisiert habe und einen Umkreis ein wenig erweitert habe, habe ich vorher mal die Anzeige gesehen. Steht da nicht weit weg, er steht quasi im. Ja, da unten irgendwo steht er mal auf dem Hof. Also nicht weit weg, gell. Ja, die ist mir halt dann nicht angezeigt worden, wie ich einen Umkreis erweitert habe, weil es neu war. Weil ich hätte jetzt schon hip, naja, hübsch weit ist auch relativ, aber ich hätte es doch schon in 50 Kilometer Umkreis angeschaut nach Kreisler. Ich meine, das war zwar hübsch weit, schaut dann vorne mit dem Traktor, aber ich meine, bis früher braucht man auf jeden Fall einen Kreisler, weil so wird es nicht wirklich was mehr machen. Aber mal schauen, vielleicht finden wir da noch was, oder hoffentlich. Auf jeden Fall schauen Sie mir die Maschine heute am Nachmittag einmal an. Jetzt könnt ihr ja mal erraten, was das ist. Ich freue mich drauf. Ja, ob wir es jetzt kaufen oder nicht, das ist so eine Sache, weil eigentlich brauchen wir es nicht, aber ja, außerdem also wird es wahrscheinlich zu teuer sein als nächste, aber anschauen möchte ich mir es einfach einmal. Ja, genau. Da würde ich sagen, da sehen wir uns dann nachher wieder, wenn wir sie die Maschine anschauen. Jetzt könnt ihr in der Zeit schon mal erraten, was das für eine Maschine ist. So, jetzt haben wir schon wieder da. Wir schauen uns jetzt zuerst nochmal was anderes an, bevor wir sich das, was ich ursprünglich mal anschauen wollte, anschauen am Nachmittag. Ja, ich hätte jetzt erst am Vormittag eben nochmal reingeschaut, weil ich nicht so recht gewusst habe, was ich da sollte. Und ich hätte einen Ladewagen gefunden. Auch recht in der Nähe. Ich fahre halt einfach einmal mit dem Eicher hin. Sollten wir den kaufen, dann kann ich ihn gleich mitnehmen. Und wenn nicht, schaut sich auch nicht mit dem Eicher einfach einmal runter fahren. Weil der ist auch nicht so weit weg, der steht auch in Ellerbach unten. Also in Bachern, meine ich, heißt es da unten. Das ist auch direkt da. Und ja, eben sollte man kaufen, dann kann ich ihn gleich mitnehmen. Wenn nicht, dann bin ich halt einfach rund mit dem Eicher gefahren. Weil wir haben halt auch keinen Lade, wo. Okay, was ist denn vorher? Bier ist schon gestanden. Ja, also wenn man. Vielleicht war es ja gar keine schlechte Idee, nicht einen Ladewagen, weil Silos haben wir ja auch, wenn da halt momentan noch hübsch viel Zeug drinnen liegt. Aber ich schätze, dass wir das bis Frühjahr auch alles rausrahmen. Oder im Frühjahr dann. Und dann konnte man silieren auch in Zillow. Und
Dann braucht man aber einen Ladegang zu installieren. Mal schauen. Er hat dort die Fotos recht gut ausgeschaut, der Ladegang. Da er nicht viel kosten, deswegen ziehe ich es doch in Erwägung, dass wir ihn kaufen. Weil man auch wenn er jetzt noch nicht abgeht, aber ja. Wenn wir sie dann im Frühjahr draufkommen, wir wollen installieren und haben keinen Ladegang nicht und müssen dann auf die Geiche einsuchen und finden, dann kann dann ärgern wir sie. Deswegen schauen wir sie den nicht einmal an. Genau, ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn wir dort haben wieder. Dann bis später. So, jetzt haben wir da auf dem Hof, wo der Ladewagen steht. Ich habe gerade schon beim Haus angelegt, ist keiner da. Ich habe es probiert, einen Anruf. Er kommt dann gleich, er ist noch unterwegs. Er hat gemeint, er ist um 11 schon wieder was da. Das ist schon 10 nach 11, 12, noch bin ich nicht da, aber egal. Er hat mir jetzt gesagt, der Ladewagen steht eh oben bei der Silos, wir sollen ihn schon mal anschauen. Drinnen durch den Hof könnte man allerdings auf, oder? Gehen wir mal auf, oder? Ja, er kommt dann 10, 15 Minuten spätestens, hat er gemeint. Müssen sie einfach in den Ladewagen schauen, mal anschauen. Ja, passt ja eh. Da rumsteht er. Das ist eine Krone Turbo, 2500. Ja. So, schaut er gar nicht so übel aus. Auf die Fotos hat man es eh schon gesehen. Ein gedreckig ist er, ja. Aber so. Ja, da steht er ganz blöd da, warte mal. Mal vorsichtig runtergründen. So. Ah ja, mein Gott, nutzt dieser natürlich, ich meine, ist ja auch nicht mehr der Neiche. Kratzbahn unten natürlich auch, alles sehr gut. Hätte man nicht da wieder aufrauen. So. Natürlich ist er nicht mehr der Neiche. Steigen wir da mal auf. So. Ah ja. Kratzt dieser schon ein wenig den Lack, denn man kann seinen Lack schauen, dass er alt ist, aber im Großen und Ganzen schaut aufs erste gar nicht so übel aus. Ein wenig dreckig ist er, wenn ich gar nicht gewaschen habe. Naja, naja, gut, bei den Reifen mal ein wenig. Ja, schaut gar nicht so schlecht aus. Der sollte nämlich nicht viel kosten, der kostet gerade mal, was ist drinnen gestanden, im Jahr 3000 Euro Verhandlungsbasis. Vielleicht kriegt man den noch ein wenig overgehandelt, ich meine, zwar so gut 3000 Euro so ein Ladewagen. Wenn er jetzt sonst nichts hat, ich meine, drinnen gestanden ist nichts. Ich möchte nicht dann auch gleich noch einen Traktoranhänger und rennen lassen, ob das eh alles rund rennt. Wenn er dann da ist, da warte ich aber eben bis dass er da ist. Ich fahre dann einfach mit dem Traktor her und hänge da in den Ladewagen an und dann wird vielleicht noch was hier und dann haben wir, nein, das ist der sicher nicht. Also, ich warte jetzt halt, bis dass er da ist, dann hätte ich ihn gern nachgehängt und hätte ihn probiert. Aber ansonsten meine, funktioniert, ja. So wie ich gesagt drin steht jetzt, dass er voll funktionsfähig ist, dass er sogar bis vor kurzem aus einem Kleinfahrerhallen hergenommen worden ist. Ja, aufklappen kann man wohl auch noch. Man kann die, diese Rum da nochmal aufklappen mit den Hebeln da auf der Seite. Alles damit nicht. Nur eben dann nachher erst, wenn er da ist. Nicht, dass da noch was hin wird und dann hast du das Toll nicht gemacht, hätte man ihn kaufen auch. Genau, ich würde sagen, ich warte dann gleich, bis der da ist. Und dann schaue ich mir das drum noch an. Und Nachmittag schauen wir sich dann das andere Gerät an. Oder das andere Fahrzeug her. Seid gespannt, was das ist. Könnt gerne mal raten, was wir uns da anschauen am Nachmittag. Und ja, was sagt ihr zu einem Ladewagen? Ist das eine gute Idee oder nicht? Ich meine, einen größeren Ladewagen brauchen wir eigentlich nicht für unseren Hof. Ich meine, für das Geld. Wenn er wirklich funktioniert, dann glaube ich, ist er nicht schlecht. Schreibt es also in meinen Kommentaren, was ist davon halt. Und auch, was glaubt ihr, was sie mir da am Nachmittag anschauen. Dann darf ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich mich nicht ganz so oft wiederholt habe heute. Ja, versucht auch hingehen und schauen jetzt darauf, dass ich mich nicht ganz so oft wiederhole. Mit den Sachen, was ich verzeihe. Und ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns mir nächstes Mal wieder. Servus, pfiat euch.